Wir hatten nämlich schon vorhin darüber gesprochen, dass Sitzen das neue Rauchen ist. Von daher sind wir auf der gesunden Seite. Das haben Sie höflich gesagt. Es gibt ja noch einen anderen Spruch, der mit dem letzten Körperteil was zu tun hat. Wie lautet der? Darf ich das sagen? Wir sind in einer Kirche. Ich komme ja aus Flensburg. Wir gucken viel Handball. Es gibt eine Stehtribüne und es gibt einen großen Platz mit Sitzen. Und die auf der Stehtribüne, wo ich dann immer bin, sagen, Sitzen ist für den Arsch. Ach so, okay. Herr Habeck, tatsächlich, Sie sind seit Januar offline, zumindest was soziale Medien anbelangt. Sie sind nicht mehr bei Twitter, Sie sind nicht mehr bei Facebook. Was hat das mit Ihnen gemacht? Haben Sie was über sich selbst vielleicht gelernt? Ich bin ja bei Twitter und bei Facebook Anfang des Jahres ausgestiegen, weil ich, das wissen vielleicht einige hier, die das so ein bisschen verfolgt haben, einen dämlichen Fehler, würde ich sagen, zweimal gemacht habe. Und das passiert mir eigentlich nicht so häufig. Und dann habe ich überlegt, wieso passiert es eigentlich dir jetzt ein zweites Mal? Und dann hat sich das gerundet mit einer Analyse oder mit einem Gedanken, der jetzt auch nicht so schwer zu erkennen ist, den eigentlich alle anstrengen müssten, die jedenfalls im politisch-öffentlichen Raum, also als Journalisten, Politiker und so weiter, in den sozialen Medien unterwegs sind, dass man sich einmal klar macht, wie das Medium funktioniert. Und obwohl wir wahrscheinlich auch Ihre Konferenz immer die Icons von Twitter, Facebook, Instagram und so weiter auf unseren Homepages haben, meine Partei auch und selbst der Deutsche Bundestag, wir uns also quasi einbilden, das wäre eine öffentliche Infrastruktur, die quasi einen neutralen Raum der Kommunikation zur Verfügung stellt, wissen wir eigentlich alle, dass das nicht so ist, sondern dass das hochkommerzielle, Milliardengewinne machende Unternehmen sind, die zwar umsonst, aber nicht kostenlos sind und die darauf angewiesen sind, möglichst viele Informationen über uns zu begreifen und um möglichst viele Informationen zu bekommen. Und das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, sind die Algorithmen so eingestellt, dass bestimmte möglichst erfolgreiche Tweets und Posts eben erfolgreich laufen in der Timeline und einem vorgeschlagen werden. Und das sind, weil wir alle so programmiert sind, eher die aggressiven, eher die Reaktion auslösenden Tweets, das können Sie heute gerne überprüfen, wenn Sie über diese Konferenz twittern und Sie schreiben oder bei Facebook schreiben, war bei Morals and Machines, war ganz interessant, interessante Vorträge gehört, muss ich mal drüber nachdenken, Punkt. Sie werden nicht so sehr viel Response bekommen, wenn Sie schreiben, war bei Morals and Machines, keine Ahnung, Robert Habeck gesehen, was für ein Vollidiot, redet nur dummes Zeug, wie kann der Typ überhaupt nur Politiker sein, den muss man sofort entlassen und die anderen alle gleich mit, sie kriegen eine interessante Reaktion. Und da sie alle gucken, wenn sie was posten, wie kriege ich interessante Reaktionen, sind wir alle auf eine Art indirekt verführbar zu einer aggressiveren Sprache, zum härteren Austeilen. Ja, und dann war eigentlich der letzte Schritt nur noch für mich, traust du dich entlang deiner eigenen Analyse dann auch nochmal zu handeln. Also die Erwartungshaltung war ja eine ganz andere und ich glaube, ich bin jetzt seit ein paar Jahren Politiker, so schlechte Presse hatte ich noch nie. Also durchweg, alle haben gesagt, Feigling, der knickt ein, zieht sich zurück, hat keine Freunde mehr und so weiter und so fort. Haben Sie noch Freunde? Ein oder anderen. Okay. Aber das war dann natürlich dann der Dollpunkt am Ende, ob man sich dann auch traut, entlang seiner eigenen Idee zu handeln und deswegen ging es mir super damit. Also schon in dem Moment ging es mir super damit, auch wenn das alles katastrophal geworden wäre, aber noch einmal sich vorzuführen, dass man seiner eigenen Idee folgt und seine eigenen Fehler zu machen bereit ist, war eigentlich schon ganz glücklich an dem Morgen. Aber was ist denn dann die Schlussfolgerung daraus? Also sollten wir dann alle bei Facebook und Twitter austreten? Nee, das würde ich nicht sagen. Das ist erstmal eine individuelle Entscheidung gewesen. Und das sind natürlich auch fantastische Instrumente. Also wir als Partei nutzen die ja auch und viele andere Politiker ja auch, durchaus erfolgreich. Es sind halt Kampagneninstrumente. Also das, ja, Leute entgehen der Todesstrafe, weil sie bei Twitter eine Kampagne lostreten, die die Öffentlichkeit sensibilisiert. Und das kann man ja auch in einem politischen Sinn für sehr Gutes einsetzen, aber es sind eben nicht zwingend Instrumente, die einen rationalen, auf Kompromiss organisierten oder jedenfalls auf Austausch organisierten Diskurs organisieren. Und für mich war es einfach so, in der politischen Situation, in der ich bin und in der ein Stück weit die Frage im Raum steht, welchen Teil in der Politik willst du eigentlich leisten, dass ich gesagt habe, das ist nicht das Instrument, das ich brauche. Das ist nichts, was mir nützt, das führt mich eher weg von der langen Linie, die ich haben will. Das ist also eine individuelle Entscheidung. Ich würde erwarten, dass alle, die bei Twitter unterwegs sind, sich klar machen, wo sie da unterwegs sind und dann nicht einfach nur blind hinterher trapsen, sozusagen, also der künstlichen Intelligenz folgen und die eigene Intelligenz am Computer abgeben. Das wäre wenig. Und wenn ich
mal ausblicken dürfte, also wenn man eine wirklich harte politische Konsequenz draus ziehen würde, dann wäre es vermutlich aller Ehren wert, diesen Grundgedanken, den Meredith eben schon hatte, dass die großen Technologiekompanien die Gesellschaft formen, und zwar ja nach einem ökonomischen Interesse. Das ist ja, ist eben nicht eine neutrale öffentliche Infrastruktur, dass man den wieder zulässt und vielleicht sowas wie demokratische Algorithmen mal haben will, programmiert. Also wenn ich jetzt, ja, sowas Ähnliches wie der Euro in der digitalen Welt, ich weiß schon, das ist ein Riesenvorschlag, aber eine europäische Antwort auf soziale Medien nach demokratischen Algorithmen, die, wenn du fünfmal Robert Habeck eingibst, das nächste Mal kriegst du dann Christian Lindner vorgeschlagen, dass du dich ein bisschen mehr informierst als immer nur in der eigenen Bubble. Das ist ja nicht unmöglich. Wir müssen ja nur wissen, wir haben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit einem Bildungsauftrag genau aus diesem Grund gegründet, um quasi einen öffentlichen Raum zu schaffen. Und das muss man nur nehmen und übertragen. Und wenn ich jetzt noch länger rede, könnte ich auch den Weg beschreiben, wie das gehen kann. Ich glaube, stelle Ihnen auf dem Weg dahin noch mal eine Frage, weil wenn Sie sagen, ein europäisches Pendant dagegen bauen, das wurde ja schon ein paar Mal versucht, das ist immer gescheitert. Jetzt haben wir die amerikanischen Algorithmen, die sind ja geschützt, da steckt auch IP dahinter, die werden nicht geöffnet. Wären Sie dafür, dass wir dann eigentlich sowas statt BMW zu verstaatlichen, dann Algorithmen verstaatlichen oder vergesellschaften? Ich wäre auf der ersten Phase schon dafür, dass die Algorithmen, und zwar alle, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten, transparent gemacht werden, dass Haftungsfragen geklärt werden, dass Rückverfolgbarkeit ermöglicht ist und auf einer höheren Ebene, dass immer auch die Möglichkeit existiert, künstliche Intelligenz, AI, aus dem System wieder rauszuholen. Also dass man nicht etwas freisetzt oder rauslöst, was dann tatsächlich der menschlichen, der demokratischen Kontrolle völlig entzogen ist. Aber um noch ganz kurz bei dem anderen Beispiel zu bleiben, es gibt ja Open-Source-Technologien, Mastodon beispielsweise ist im Grunde das gleiche wie Twitter, aber ich glaube weltweit sind da 600.000 Leute, also da ist man schon eher alleine und kein Journalist kriegt mit, wenn man sich da tummelt. Der interessanteste Gedanke ist eigentlich den Inhalt der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Europas da zur Verfügung zu stellen. Und dann hätte man einen so großen Content, der dann über eine Kommunikationsinfrastruktur unterlegt werden kann, dass mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit diese öffentliche Plattform als Plattform tatsächlich eine Menge von Usern anziehen würde. Also dass dann Rezo nicht immer nur Jung und Naiv Schnipsel nehmen muss, sondern er kann auch aus Anne Will und Maybrit Illner und aus dem Tatort zitieren und sich da was zusammenbauen. Das ist durchaus erlaubt und gewollt. Und wenn man das europaweit macht, also auch französische, dänische und so weiter Content-Sachen dahin geht, dann hätte man wahrscheinlich mit einer großen Wahrscheinlichkeit ein so attraktives Angebot, dass es auch junge Leute und den Austausch anziehen würde. Nun weiß ich nicht genau, was der Altersdurchschnitt ist bei den Sendungen, die Sie erwähnt haben. Ich glaube, bei den jungen Menschen kommen die trotzdem nicht so gut an. Trotzdem weiter gedacht, wenn wir sagen, die User sind aber nun mal bei Facebook, bei Twitter und so weiter und diese Algorithmen sind ja mit IP geschützt. Wenn Wahlen sind und die Grünen schneiden so ab, wie es derzeit bei den Umfragehochs aussieht und Sie säßen mit in der Regierung, würden Sie sich dann dafür einsetzen, dass diese Algorithmen tatsächlich transparent gemacht werden müssen? Also erstmal ganz kurz zu den jungen Leuten. Die jungen Leute, das ist ja schon so ein bisschen... Definieren Sie jung? Ne, vor allem ist es so die da, ne? Also es ist schon, man muss schon, aber egal. ja, das ist sozusagen das Umgangsproblem bei Fridays for Future, selbst als Grüner. Wenn man sagt, das macht ihr aber toll, dann ist das genau das, was man nicht hören will. Ja, also Wenn Vattenfall zu Atomkraftgegnern sagt, oh, ihr macht alles richtig, dann macht man eigentlich alles falsch. Also deswegen muss man sozusagen ja auch den Schmerz ein bisschen zulassen, dass man da nicht so richtig weiß, wie man darüber reden soll. Aber so politisiert, wie die sind, ist es doch an den drei Fingern abzuzielen, wie das, was Meredith gerade gesagt hat, nämlich die demokratische Kontrolle von künstlicher Intelligenz und Algorithmen und die Nachvollziehbarkeit und die Nicht-Kommerzialisierung der Kommunikation, das nächste Ding. Also da schaue ich ganz anders drauf. Ja klar, Rosamunde Pilcher gucken die alle nicht, aber wenn sie die Chance haben, da Schnipsel draus zu machen und daraus kleine Sequenzen zu machen, dann vielleicht ja doch. Und das bedeutet natürlich, dass die Sendeanstalten Europas was freigeben. Aber es macht sowieso Sinn, weil die häufigste Suchanfrage auf der ZDF-Homepage-Seite ist Tatort. Nur ist immer keine Treffer. Also es würde sozusagen schon ganz analog Sinn machen, oder analog ist es ja auch nicht, aber es würde schon sagen,
nutzerfreundlich sein, wenn ZDF und ARD nicht im Silo sozusagen arbeiten würden, sondern zumindest miteinander ein bisschen im Austausch stehen könnten. Und das europaweit gedacht und dann natürlich mit der Freigabe, kostenlose Nutzung und auch der Bereitschaft, dann die Veralberung und die Ironie und was das alles bedeutet zuzulassen, schaue ich da ganz anders drauf. Ich glaube, dass das eher eine Notwendigkeit ist, um diesem Anarchismus im Netz ein Stück weit zu unterstützen. Also das ist, glaube ich, ein total jugendlicher Vorschlag, den ich da gerade so aus der Hüfte geschossen habe. Ist es nicht wirklich, es gibt diese Debatte. Wenn Sie auf der Republika gewesen wären oder waren, genau darüber wurde da diskutiert. Also das ist genau das, was eigentlich die Community, die ganzen Nerds versuchen an den Start zu bringen. Und ja, die Algorithmen, die Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Algorithmen und auch die Offenlegung von Voreinstellungen auf den Plattformen, auf den Computern, das ist ein Kernbereich unserer Politik. Und das war schon bei Jamaika-Sondierungen so, dass wir darum gekämpft haben, genau das durchzusetzen. Es scheint mir jetzt in den letzten 2 Jahren erdringlicher geworden zu sein. Angenommen, es sind morgen Wahlen und die Grünen sind danach in der Regierung mit dabei. Was würden Sie denn als erstes an der Digitalpolitik in Deutschland verändern? Naja, wir haben ja insgesamt ein Investitionsproblem in Deutschland. Das ist sozusagen jetzt jenseits von einzelnen Fragen. Mein Blick geht natürlich vor allem auf die erneuerbaren Energien oder Beiträge für Ökologie und Klimaschutz. Aber man kann das quasi neutralisieren. Die deutsche öffentliche Hand gibt seit Jahren, seit 15 Jahren, um genau zu sein, dramatisch viel weniger aus als der Durchschnitt der Welt und fällt einfach zurück. In der Infrastruktur überall. Sie meinen jetzt Infrastruktur? Von der Bahn über die Schulen, über die Spielplätze und so weiter, bis hin natürlich in die technologische Infrastruktur. Also das werden alle, der Gag ist wahrscheinlich heute schon 5-mal gemacht worden, dass wahrscheinlich in jedem menschenleeren Raum in Europa das Netz besser ist als zwischen Hannover und Hamburg oder zwischen Hamburg und Berlin. Also die erste Aufgabe ist natürlich, die Investitionshöhe deutlich intensiver zu machen. Ich hätte mir gewünscht, bei den neuen Lizenzen für 5G hätte man ein Roaming-System vereinbart, also dass man sozusagen auf den Masten miteinander Sender aufbauen kann, sodass man nicht 2 Netze hat, die vielleicht leidlich gut funktionieren, aber nur in ihrem Netz und die Abdeckung insgesamt ist aber schlecht. Also das war immer der Wunsch und der Vorschlag. Und was eher das Thema der Konferenz angeht, wäre tatsächlich das sich rantasten, will ich mal sagen, an die Frage von Moral und Maschinenleben zwingend notwendig. Heißt also eine Demokratisierung der Algorithmen, also die Transparenz auf den System. Wir sprachen, ich weiß nicht, ob Sie darüber schon gesprochen haben, ich sprach mit Leuten auf den Gängen darüber. Sie kennen das wahrscheinlich alle, wenn Sie 3-mal die gleiche Suchanfrage für einen Flug haben, für irgendeinen Urlaubsflug oder Berufsflug, beim 3. Mal wird er 3-mal so teuer. Das sollte zumindest transparent gemacht werden, dass man weiß, dass der Flug nicht ausgebucht ist, sondern dass es ein Algorithmus ist, der darüber entscheidet, wie teuer die Flüge sind. Das kann natürlich viel weitergehen bis zu all den Diskriminierungsfragen, die dann da sind. Wie funktioniert eigentlich die Herstellung von Wirklichkeit im Netz? 2. Ebene wäre dann eben auch die Haftungsfrage dahinter. Was passiert, wenn dann Entscheidungen getroffen werden auf der Basis von falschen Algorithmen? Und 3. meine ich, braucht es eine dann tatsächlich moral-ethische Diskussion, welche Form von künstlicher Intelligenz wird auch limitiert? Wo lassen wir sie nicht zu? Das war ja der Schluss von Meredith eben. Ich denke, dass alle die Bereiche, die Grundwerte tangieren, nicht von Maschinen verantwortet werden dürfen. Die können da vielleicht Hilfsmittel sein, aber Entscheidungen von Richtern, Einsätze von Polizei, Entscheidungen von Ärzten, Entscheidungen über Krieg und Frieden, über das Liquidieren von Menschen, also vollautomatische Waffensysteme und so weiter, meine ich, darf eine Gesellschaft nicht zulassen. Also über verschiedene Stufen muss man sich dieser neuen Welt der Algorithmen unbedingt annähern, und zwar nicht erst, wenn die Systeme da sind, sondern bevor sie kommen. Oder sie sind ja schon auf dem Weg. Herrscht ja draußen ein ziemlich harter Wettbewerb. Es herrscht fast eine Systemfrage zwischen China, den USA und Europa. Wenn Sie sagen, solche Linien werden wir nicht überschreiten, wie werden wir denn dann wettbewerbsfähig sein, um nicht in der digitalen Wirtschaft noch stärker zurückzufallen, als wir das eigentlich im Moment schon tun?
Die Frage ist größer als nur die Frage von künstlicher Intelligenz oder Digitalisierung, denn sie betrifft ja im Kern die politische Auseinandersetzung unserer Zeit. Also wenn man einen Strich unter all die Konflikte, die es im Moment im politischen Raum gibt, von Klimaschutz bis zur Digitalisierung, zur sozialen Gerechtigkeit und so weiter, wird doch eigentlich im Kern die Frage verhandelt, ist eine liberale Demokratie unter den schwierigen Aushandlungsprozessen, die sie immer hat und den Kompromissen, die sie immer eingehen muss, überhaupt in der Lage, handlungsfähig zu sein gegenüber einer Dynamik und großen Problemen, die eigentlich nicht so viel Zeit zulassen. Das ist, ohne Pathos hier reinbringen zu wollen, da ist schon ziemlich pathetisch. Darum geht es im Moment. Und die Konkurrenz. Das können Roboter nicht, das ist was, pathetisch reinbringen. Sein, ja. Naja, wenn man die so programmiert, dass sie immer pathetisch reden, kriegen sie das wahrscheinlich auch noch hin. Also das ist ja die große Gefahr, wie menschlich werden die Maschinen nachher. Aber also das ist die Frage tatsächlich. Und die Wertekonkurrenz ist einfach eröffnet. Die Selbstverständlichkeit, mit der man noch vor 20, 30 Jahren gesagt hat, die liberale Demokratie, die offene Marktwirtschaft, die soziale Marktwirtschaft ist immer überlegen, die haben wir nicht mehr. Im Grunde sind wir eingekeilt zwischen zwei Konkurrenzen, Nationalismus, völkischen Nationalismus und autoritären Systemen, China und wen immer sie einsetzen wollen. Und es gibt überhaupt keine Sicherheit, dass dieser Wettbewerb zu bestehen ist. Was ich aber nicht für richtig halte, ist, diesen Wettbewerb freiwillig zu verlieren, indem man quasi autoritäre Standards aus der einen oder anderen Richtung von vornherein übernimmt. Also Social Scoring, damit sich künstliche Intelligenz besser aussetzt, dann in Europa einführt. Wahrscheinlich ist es doch so, dass, keine Ahnung, das nächste Mittel gegen Diabetes in China entwickelt wird, weil die Chinesen alle Gesundheitssysteme sofort zentral haben und die chinesischen Diabetesfirmen einen Riesenpool haben, wie und wo Cluster wie bekämpft werden können. Das heißt, wir haben da wirklich ein Problem und trotzdem glaube ich, brauchen wir eine eigene europäische Regulierung, einen eigenen Markt dafür, der dann auch geschützt wird. Also China ist ja ziemlich rigoros beispielsweise, was die Adoption ihrer Standards für dann europäische Firmen angeht. Ich denke, genauso rigoros müsste Europa auch sein und sagen, wenn ihr euch nicht an die Datenschutzstandards, an die Menschenrechtsstandards in Europa haltet, dann werdet ihr hier einfach kein Marktteilnehmer mehr sein können. Wenn wir diesen Konflikt nicht suchen, haben wir ihn erst dreimal verloren, meine ich. Was wären denn in Deutschland vielleicht für Industrien oder Gebiete, die Sie gerade theoretisch angesprochen haben, die konkret da sind, aus denen wir was Eigenes dann machen können, um eben uns nicht abhängen zu lassen. Im digitalen Bereich? Ja. Na, ich habe schon über Kommunikation gesprochen. China hat ein eigenes System aufgebaut, WeChat. Es gibt dann die amerikanischen Systeme, die wir alle nutzen. Eine eigene Idee von Demokratisierung von Algorithmen könnte tatsächlich auch wettbewerbsfähig weltweit sein, da lacht man vielleicht erstmal drüber, aber bei der Datenschutzgrundverordnung war im Kern die gleiche Frontstellung so. Facebook hat das bekämpft bis zum allerletzten und als sie dann da war, haben sie gesagt, okay, jetzt machen wir es zu unserem Standard. Wenn das halbwegs erfolgreich ist, dann kann man diese Standards sicherlich verändern. Ich fände es, ja gut, sonst ist ja künstliche Intelligenz quasi eher ein Tool, das man einsetzen kann. Eben haben wir ja schon die ganze Kritik daran gehört, wenn man es in der Forschung voranbringt, würden mir wahrscheinlich Bereiche einfallen, wie die Energiewende vor allem, die Nutzung von künstlicher Intelligenz oder der Digitalisierung, um den großen Umbau der Industriegesellschaft hinzubekommen. Das ist ja im Kern das Problem, dass unsere ganze Energiewelt so aufgebaut ist, dass es ist eigentlich immer egal, wann wir Strom verbrauchen oder Wärme verbrauchen, denn Kohle- oder Atomkraftwerke produzieren Tag und Nacht immer gleich viel Energie. Es ist immer linear und deswegen ist es völlig immer an der Spitze. Das ist sozusagen diese Grundlastfähigkeit, von der immer früher geredet wurde. Erneuerbare Energien funktionieren völlig anders. Die sind schwankend, die sind fluktuierend. Nachts scheint die Sonne nun mal nicht. Also muss man logischerweise versuchen, auch den Verbrauch zu dynamisieren. Und diese Dynamisierung händisch zu machen, ist fast nicht möglich, aber wenn man sie digital hinbekommt, wenn man das noch kombiniert mit Wetterprognosen und einer gewissen Voraussicht, wenn es dafür ein Preissignal gibt, das auch bei den Verbrauchern ankommt, dann ist nicht sehr schwer zu sehen, wie wir die gebrauchte und auch im Vorhalt verfügbare Energiemenge deutlich reduzieren können, wie wir wahrscheinlich auch noch ökonomisch davon profitieren können, weil wir eben differenzierte Preise bekommen und so einen maßgeblichen Beitrag leisten, Klimaschutz möglich zu machen. Also wenn ich eins nehmen soll, das jetzt nicht im Kernbereich
von Kommunikation liegt, dann vielleicht den, weil erstens, weil ich bei den Grünen bin und zweitens, weil das neben allen anderen Fragen eben Kernbereich ist. Wir müssen da jetzt immer dramatische Fortschritte machen. Also wenn künstliche Intelligenz uns hilft, das Klima zu retten, ist sie willkommen. In der Tat gibt es ja viele Wissenschaftler, die auch sagen, dass das möglich ist, dass künstliche Intelligenz und Blockchain auch uns hilft, unsere Ressourcen schonender und effektiver einzusetzen. Nichtsdestotrotz sind die Grünen jetzt nicht so die Partei, die für KI stehen. Fremdeln Sie als Partei so ein bisschen mit diesem ganzen Technologischen? Sind Sie eher eine Technologie... Feindliche Partei? Naja, ich will nicht abstreiten. Ich kann mich mal daran erinnern, dass in irgendeinem Kreisverband dem Geschäftsführer verboten wurde, einen Computer anzuschaffen. Also okay. Das ist dann vielleicht 20, 30 Jahre her. Aber es gibt eben diese Zurück-zur-Natur-Linie in der Tradition meiner Partei. Völlig unstrittig, wäre albern, darüber hinwegzusehen. Aber sie ist natürlich auch nur eine kleine und sehr schwache Tradition inzwischen. Nee, im Gegenteil. Es gibt eine große Technikaffinität, die gerade in den Bereichen neue Probleme versucht zu lösen. Die Probleme sucht und dann die Lösung. Also noch ein Beispiel vielleicht von meiner Zeit als Landwirtschaftsminister in Schleswig-Holstein. Ein riesiges Problem haben wir mit Gülle und Nitratausbringung, nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern eigentlich überall, wo intensive Viehhaltung ist. Und das wird immer pauschal geregelt. Es gibt immer Kilogramm pro Hektar Sätze, die nicht überstritten werden darf. Und die Bauern müssen kompliziert abrechnen, wie viel Nährwert in der Gülle war, und das muss man machen, indem man nachweist, was die Tiere gefressen haben und wie viel Nährwert sie brauchen, nämlich wie das pflanzliche Wachstum ist. Und dann überprüft das die Behörde. Ich weiß nicht, wie viele 10.000 Leute in Deutschland die Zusammensetzung von Schweinescheiße überprüfen, um das hinzubekommen. Es gibt aber inzwischen, das ist alles digital möglich, also es gibt inzwischen, die modernsten Ausbringungsgeräte funktionieren so, dass der Trecker oder der Güllewagen auf das Feld fährt, erstmal eine Bodenprobe nimmt, um zu gucken, wie der Nährstoffbedarf ist, dann eine Blattprobe nimmt, alles vollautomatisch, um zu gucken, wie das Wachstum der Pflanze ist, also welches Wachstumbedarf dann drin ist, gleichzeitig hinten die Zusammensetzung der Gülle, die ja nicht immer gleich ist, messen kann und dann Quadratzentimeter genau ausbringen kann, wie der Güllebedarf ist. Und dann fährt er da durch, schlitzt, also ist nicht mehr dieser Prallteller, den Sie kennen, die Scheiße spritzt über alle Äcker, sondern es wird sozusagen Zentimeter genau an der Wurzel der Pflanze diese Gülle eingebracht und gleich noch Erde drüber. Es riecht nicht, es stinkt nicht. Es ist ziemlich teuer, die Technik noch. Und logischerweise braucht es weniger Gülle. Deswegen sind die Landwirte nicht zwingend so scharf darauf, die müssen ja die Gülle loswerden. Aber in meiner Zeit war das große Ding, das voranzubringen, um dieses Problem loszuwerden. Also was ich damit beschreibe, ist, die Bereitschaft und die Aufgeschlossenheit, Technik einzusetzen, die Digitalisierung zu nutzen, um Probleme, die wir in der analogen Welt geschaffen haben, zu lösen. Energie, Landwirtschaft habe ich jetzt genannt, man kann das weit, weit weitermachen, ist natürlich immens groß. Was richtig ist und das muss auch so sein und wenn es etwas gibt, auf das ich stolz bin und was vielleicht auch immer mit die Rolle meiner Partei ist, ist, dass die Hinterfragung, ob das der Demokratie nützt, ob die Datensouveränität erhalten bleibt, ob die Landwirte wie wir als Verbraucher in eine Abhängigkeit von den nächsten Welten geraten, die muss alert bleiben, die muss immer da sein. Und wenn ich jetzt eben von digitaler Verzahnung beim Energieverbrauch rede, dann wissen Sie, dass man über Smart Homes rausfinden kann, welches Fernsehprogramm Sie gucken, weil der Stromverbrauch in den Programmen unterschiedlich ist und es ist theoretisch möglich, dass Ihr Stromlieferant Ihnen sagt, aha, ab 23 Uhr guckst du immer folgende Sendung. Und das kann man natürlich sozusagen diskriminierend einsetzen oder über Werbung einsetzen und so weiter. Und da muss eben der alte analoge Satz gelten, die Daten sind privat und das Haus ist auch privat und da darf eben keiner reingucken. Und diese Tradition gibt es eben auch, deswegen sind wir manchmal ein bisschen sperrig, jede Technologie sofort einzusetzen. Aber das ist ja lösbar durch klare Vorschriften und die Kontrolle der Vorschriften und im Zweifelsfall auch harte konditionalen Strafen. Sie sprachen vorhin von Problemen, die wir in der analogen Welt geschaffen haben. Eins davon ist, dass der Tierbestand tatsächlich in Deutschland viel zu groß ist. Und wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, dann wird es uns nicht nur nutzen, wenn wir mehr Elektroautos auf den Straßen haben, sondern dass wir einfach auch eine nachhaltigere Landwirtschaft haben und weniger Tiere. Sie haben es selbst angesprochen, Sie waren Landwirtschaftsminister in Schleswig-Holstein. Da ist in der Hinsicht auch nicht viel passiert. Warum nicht?
Ja, ganz kurz einmal, übrigens sind die Tiere ein super Beispiel davon, die haben ja nicht so einen Datenschutzanspruch wie wir Menschen. Weiß man nicht, in China wird Gesichtserkennungstechnologie das bei Schweinen angewandt. No? Schweinebauern sind heute, die arbeiten mit dem iPad. Ob die noch, in der Regel missten die gar nicht mehr aus, weil auch da inzwischen Fließbänder durch die Ställe gehen und die das TAA zusammenkratzen. Aber das wird alles, die Fütterung, die Gesundheit der Tiere und so weiter, wird alles digital überwacht. Bei Kühen ganz genauso. Die haben, sind alle geschippt, die wissen, wie viele Meter die gegangen sind. Sie können dadurch aus, das ist nicht so, dass jede Kuh gleich viel frisst, sondern die Landwirte wissen exakt, wie viel sich die Kuh bewegt hat. Die haben dieses Trackingband komplett. Sozusagen im Körper drin sozusagen. Sie wissen, wie der Zuckerspiegel der Kuh ist, sie wissen, wie die Milchleistung der Kuh ist, sie wissen, ob sie trächtig ist, sie wissen alles, sie wissen bei der, ne, es ist ihnen klar, dass die Kühe, um Milch zu geben, Kälber bekommen müssen, sonst gibt es keine Milch. Das heißt, sie wissen auch genau über den Zyklus der Kuh Bescheid, sie wissen genau, wann die Kühe besamt werden müssen, da ist keine Natur mehr, sondern es sind zwar Lebewesen, aber die sind sozusagen zu Rohstoffproduktionsmaschinen geworden, durch technische Führung, allemal. Und das Problem bei der Landwirtschaft, wenn wir jetzt das Thema verlassen, mache ich gerne, aber dann reden wir nicht mehr über Moral und Maschinen, sondern über Moral und Tiere. Mich würde tatsächlich interessieren, das ist ja ein urgrünes Thema. Sie waren Landwirtschaftsminister. Warum hat das da nicht funktioniert, dass Sie wirklich aktiv geworden sind und den Tierbestand reduziert haben? Ja, vieles hat funktioniert, weil wir im Detail, also bei Tierschutzvorschriften, durchaus Erfolge gezeitigt haben. Und auch die Tiere selbst sind eher weniger geworden, aber die Leistung der Tiere ist halt größer geworden. Also wir haben heute in Deutschland weniger Tiere als vor 30 oder 40 Jahren, aber die Kühe geben dreimal so viel Milch wie vor 30 Jahren. Und die Schweine wachsen fünfmal so schnell wie vor 30 Jahren, weil die Züchtung eben so auf Leistung getrimmt wurde. Und deswegen ist letztlich die Frage, wie viele Tiere sind es, die weist eigentlich von dem Problem weg, sondern die Frage ist, wie werden die Tiere gehalten? Wenn wir sie sozusagen mit Moral versehen wollen, muss man ja die Frage stellen, ob große Schweine sind so intelligent wie Hunde. Also stellen Sie sich mal vor, was in Deutschland los wäre, wenn wir die Nutztierhaltungsverordnung für Schweine gibt jedem 100 Kilo schweren Schwein, so groß sind die Hunde gar nicht, 0,75 Quadratmeter Platz im Stall. Also 30 Schweine auf 20 Quadratmetern ungefähr. Drei Säue in einem Bett, wenn man das sozusagen mal überträgt auf, ja, und vier Hühner auf einem DIN A4-Blatt. Das ist sozusagen die Norm, entlang der wir leben. Das ist also eine ethische Frage, meine ich, fast eine moralische Frage. Wie gehen wir damit um? Und die anderen Fragen sind ökologische Fragen. Wie viel Ausscheidung, Output und so weiter haben wir? Und da ist die Regulierung die Düngeverordnung, aber jetzt wird es echt zu detailliert, das wollen Sie nicht genau hören. Aber im Zweifelsfall müssen wir das System ändern, das so aufgebaut ist, dass im Moment werden die Bauern gezwungen, intensiver zu produzieren. Mhm. Es gibt für die Möglichkeit, nicht zu wachsen, die Kühe nicht von 10.000 Litern im Jahr auf 15.000 Liter zu bringen, keine ökonomische Perspektive. Mhm. Diese Bauern müssen aufhören. Mhm. Und das muss geändert werden. Das ist im Kern die europäische Agrarpolitik, die anders formatiert werden muss. Ich frage Sie mal anders. Derzeit ist in dem Land, die Hoffnung ist grün. Angenommen, Sie schaffen es tatsächlich bei den nächsten Wahlen und sind an der Regierung beteiligt, sind Sie so weit, dass Sie dann solche Dinge, für die die Partei eigentlich steht, dann auch wirklich um- und durchsetzen werden? Ja, natürlich. Ja. Na klar, also was soll ich denn, also, oder ich naja, wir, es ist ja nicht so, dass wir irgendwie nein. Es ist ja nicht so, dass wir gerade vom Baum gefallen sind und da gibt es ja Grüne oder so etwas, sondern wir regieren in 10 Bundesländern. Ich selbst habe 6 Jahre Regierungserfahrung dahinter. Wir kennen sowohl die Komplikation, wir wissen aber auch, ich habe es ja gerade erwähnt, wo man von der föderalen Ebene an der Bundesebene scheitert. Nun ist allen völlig klar, dass wir nicht, dass andere Leute auch eine Meinung haben und Demokratie lebt vom Widerspruch. Und im Grunde ist, deswegen widerspreche ich auch allen, die jetzt immer in der Zeitung schreiben, das ist so eine Art Leichtigkeit des grünen Seins im Moment. Ich glaube, ein Teil jedenfalls des Erfolgs ist, dass wir gerade es uns nicht leicht machen, dass wir immer wieder darauf hinweisen, dass Dinge anders laufen. Wir haben Fridays for Future in den Zielen und in der Umsetzung immer widersprochen und gesagt, das schaffen wir nicht. Wir sagen, die Dringlichkeit ist richtig, aber unter den realen Bedingungen wird es nicht eins zu eins zu lösen sein, wie ihr es fordert. Und das ist nicht ehrenrührig, sondern gerade die Komplexität deutlich zu machen, glaube ich, bringt uns den Zuspruch. So erlebe ich es jedenfalls. Deswegen diese Idee von, wenn es erstmal hart wird, dann werden alle enttäuscht werden.
die teile ich so nicht. Mhm. Ich weiß, dass es hart wird, ich weiß es aus eigener Erfahrung, aber ob Sie, wenn Sie fragen, seid ihr darauf eingestellt? Also wisst ihr, dass es nicht darum geht, schöne Reden zu halten, sondern in der Wirklichkeit mit den Menschen und häufig genug gegen Not in my backyard Einstellung Dinge umzusetzen, dann sage ich, ja klar, das habe ich mein Leben lang gemacht und die anderen auch. Mhm. Und das wollen wir. Deswegen machen wir den ganzen Zoban natürlich eigentlich nur, doch nicht, um gut bei den Umfragen dazustehen, sondern das Projekt ist, die Wirklichkeit zu verändern, seinen Beitrag zu leisten, dass die Dinge nicht aus dem Ruder laufen. Mhm. Mhm. Es gibt ja das schöne Land Baden-Württemberg und das gilt so als eine Art Experimentierlabor der Grünen. In Stuttgart stellen Sie den Oberbürgermeister, den Ministerpräsidenten und den Verkehrsminister. Und man muss sagen, ausgerechnet Stuttgart erstickt ja doch im Smog und steckt im Dauerstau fest. Wie passt das zusammen? Das ist so, dass Stuttgart wie Hannover auch und Wiesbaden und viele andere Städte in den 60er Jahren als autofreundliche Städte konzipiert worden. So ist es angelegt und das hat Jahrzehnte gedauert, die Stadt so aufzubauen und es dauert eben seine Zeit, sie zurückzubauen. Außerdem ist Stuttgart wie alle Metropolen in den letzten Jahren größer geworden, aber Und die Verkehrssysteme sind nicht in dem Maße mitgewachsen. Aber es gibt natürlich eine Reihe von Antworten, die auch, dann kommt in Stuttgart auch noch Stuttgart 21, die sich die Grünen jetzt nicht gewünscht haben, aber wenn sie mal in Stuttgart waren und um den Hauptbahnhof rum, das ist jetzt gerade nicht schön da. Das ist wirklich ein Chaos ohne Ende und dauernd wenden sich Strukturen. Es wird gebaut. Ja, es wird echt gebaut und also deswegen ist es einfach total schwierig. Aber es ist eben natürlich auch so, dass viele Sachen sehr gut umgesetzt wurden. Also wenn Feinstaub, Hochwerte sind die öffentlichen Personennahverkehren frei, beispielsweise eine Idee, die man sicherlich ausweiten kann und kopieren kann. Es gibt einen dramatischen Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs in die Umgebung rein. Sicherlich wird die Stadtplanung auch ihren Beitrag dazu leisten, aber da wird natürlich was getan, aber richtig ist, dass solange man nicht zu autoritären Maßnahmen greift und sagt, die Menschen wird verboten, nach Stuttgart reinzufahren, sondern man über Angebote redet, es eine Weile dauert, bis die Angebote stark genug sind, so eine Verkehrswende in Stuttgart einzuleiten. Aber umgekehrt auch, nun habe ich ja schon gesagt, dass die Dinge quasi länger brauchen. Aber was eben nicht linear planbar und politisch perspektivierbar verläuft, sind gesellschaftliche Entwicklungen. Die verlaufen eruptiv, die sind auf einmal plötzlich da. Fridays for Future ist vielleicht das beste Beispiel. Wir wissen ja seit 40 Jahren, dass wir ein ökologisches Problem haben. Und auf einmal, plötzlich ausgelöst durch ein störrisches schwedisches Mädchen, auf einmal gibt es eine weltweite Bewegung. Das steht in keinem politischen Lehrbuch. Und in Stuttgart, wo ich jetzt echt häufig war, sagen inzwischen die Porsche-Mitarbeiter und so weiter, es macht keinen Spaß mehr. Ich will nicht mehr mit dem Auto in die Stadt fahren. Also die Frage, wann die Gesellschaft selbst sich selbst sozusagen ohne autoritär gezwungen zu sein, dagegen entscheidet, diesen Verkehrskollaps noch weiter zu befördern, die ist ganz nah, denke ich. Das Interessante ist, finde ich schon, dass dieses Thema Mobilität der Zukunft ja ein ganz großes ist, ein wesentliches, was viele Menschen treibt. Nichtsdestotrotz hat man so das Gefühl, dass es vor allen Dingen von Unternehmen vorangetrieben wird, von einem Uber aus den USA, die mit dem Carpooling gekommen sind, von einem Konzern wie Volkswagen, der jetzt auch in Hamburg das Carpooling eingeführt hat. Wäre das denn, weil Sie das ja auch angesprochen haben, ein Land mit einer sozialdemokratischen Historie wie Deutschland nicht tatsächlich ein Thema für kluge Politik? Was? Die Mobilität neu zu denken, anstatt... Ja, alles der ja klar, das ist ja, aber das tun ja auch alle, wobei das Denken ist ja gar nicht so kompliziert, oder? Das ahnen doch alle, wohin die Reise sowieso geht, sondern es gibt dramatische Umsetzungsprobleme. Glaube ich, dass die Bundeskanzlerin gerade kommt, deswegen will ich ja nicht in ihr Kabinett reinfunken. Aber das können Sie bald sowieso machen. Das kann sie ab, meinen Sie, ja, glaube ich auch. Aber Sie werden doch dann der Nachfolger, oder nicht? Ich, von Andreas Scheuer? Also, die Automobilkonzerne selbst wissen, dass der Umstieg vom Verbrennungsmotor auf den elektrischen Motor im besten Fall eine Zwischenstufe ist, sondern mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit werden Menschen, so wie wir von der Landspielplatte über die DVD inzwischen zum Streaming übergegangen sind, am Ende dieses, vielleicht des nächsten Jahrzehnts, gar nicht mehr ein Auto als Statussymbol besitzen wollen, sondern Mobilitätsansprüche realisieren wollen. Freiheit wird größer werden, wenn man nicht mehr, jeder fährt sein eigenes Auto und dann sitzt da einer auf 7 Quadratmetern
und steht im Stau haben wird. Das heißt also, dass es eine völlig andere Nachfrage nach Mobilität geben wird. Das ist ja jetzt schon messbar an der Zahl der Leute, die Führerscheine machen, an den Bedürfnissen, die abgefragt werden. Und es ist klar, wenn man twittern will oder bei Facebook sein will und so weiter, dann ist es ein Vorteil, nicht beide Hände am Steuer haben zu müssen. Das kann man über autonomes Fahren regeln. Noch viel schöner ist es, wenn man gar nicht, man steigt einfach ein. Da geht die Reise hin. Das führt jetzt nicht zwingend zu weniger Autos, weil ja, also es sind weniger Autos auf der Straße, aber der Verschleiß, die Benutzung wird deutlich größer werden. Insofern haben die Automobilkonzerne durchaus eine Chance, da zu überleben. Aber es ist ein völlig anderes Angebot. Die werden wahrscheinlich, und das wissen sie, auch darauf hinarbeiten, die ja, sie sprechen es nur nicht aus und machen es damit Herrn Scheuer leicht zu sagen, nö, es muss sich ja gar nichts ändern. Das ist ein bisschen ärgerlich vielleicht manchmal, aber die arbeiten selbst darauf hin, dass sie ein anderes Angebot, ein anderes Auto designen und von einem Automobilverkäufer zu einem Mobilitätsanbieter werden. Und wenn das, auch das, wenn die das nicht tun, dann macht es am Ende Google oder Flixbus oder wer immer dann reingeht. Aber das Angebot zu sagen, gib mir 50 Euro im Monat und du kannst dich frei in Deutschland bewegen, du kannst jedes Verkehrsmittel benutzen oder nachher sind es 150 Euro, weiß der Geier was, ja. Das ist ja viel attraktiver, als zu sagen, du hast ein SUV vor der Tür, der kostet 120.000 Euro. Du könntest jeden Morgen damit nach Venedig fahren, macht nur keine Sau. Und wenn du vom Autohaus nach Hause gefahren bist, dann hast du schon mal die ersten 60.000 Euro verbraucht. Mhm. Das wird irgendwann auffliegen und deswegen glaube ich, dass mit der Bewegung, die wir in der Gesellschaft erleben, also mit dem Wunsch, bürgerliche Rechte in einer anderen Form zu realisieren, die Mobilitätswende viel, viel weiter gehen wird, als nur elektrische Autos herzustellen, sondern es wird eine völlig andere Denke von gemeinsamem öffentlichen Raum einsetzen. Und den Beginn sehen wir eigentlich all überall, jedenfalls in den Großstädten, aber war ja auch meine alte Verantwortung, immer mehr auch im ländlichen Raum. Mhm. Ein sehr interessantes Phänomen der letzten Jahre ist, dass die Grünen ja inzwischen, gerade auch weil sie die Wirtschaft ansprechen, überhaupt nicht mehr anecken, sondern sehr beliebt geworden sind. Die Mehrheit, glaube ich, sympathisiert mit grünen Themen einfach auch, weil die Konsumentinnen und Konsumenten diese Themen interessant und wichtig finden. Wie wollen Sie denn noch sozusagen den letzten konservativen Rest in der deutschen Wirtschaft für die Grünen überzeugen, die vielleicht noch immer in Ihnen so eine Art Verbots- und Wertevernichtungspartei sieht? Das will ich gar nicht, sondern das wäre, ich meine, das wäre ein Albtraum, wenn alle Menschen die Grünen gut finden würden. Das kann man ja gar nicht wollen. Man kann auch überhaupt nicht wollen, dass alle Menschen eine andere Partei gut finden würden. Ich glaube, Politik muss, und das ist das andere, was wir jetzt versuchen, kommunikativ wie politisch herzustellen, muss halt immer eine relative Mehrheit haben. Also sie muss immer mehrheitsfähig sein. Aber 51% reichen, nicht jetzt bei Wahlen. Aber das meine ich nicht, sondern für bestimmte Projekte. Auf Dauer kannst du nicht eine Politik gegen die Mehrheit der Gesellschaft durchsetzen. 1, 2, 3 Entscheidungen kann man sicherlich auch mal nachts einsam, zack, morgens verkünden und so weiter. Und dann ist die Atomenergie weg. Aber auf Dauer geht es nicht. So, und das heißt, das Ziel ist nicht, die letzten Widerstände aufzulösen, sondern eine Sprache, eine Begründung zu finden, die quasi aus der Gesellschaft heraus argumentiert. Und das ist die Veränderung, die wir uns beibringen. Das ist ja nicht an unserer Wiege gesungen worden, dass wir nicht von außen zu der Gesellschaft, hier sind so ein paar Freaks, die wissen es besser und ihr habt alle keine Ahnung, reden, was so ein bisschen der Gründungsimpuls der Grünen ist, sondern so, wie sich die Gesellschaft verändert hat, Themen sind ja lange schon mehrheitsfähig, versuchen wir diese Veränderung eben reinzunehmen in unsere Partei und aus dem gesellschaftlichen Interesse heraus zu reden. Also wenn Sie, nur ein kleines Beispiel, ja, wir machen ja hin und wieder so Programmprozesse und verkünden dann Grundsatzprogramme und Entwürfe. In allen alten Papieren lesen Sie permanent, fast penetrant, wir Grüne wollen, wir Grüne stehen für, wir Grüne machen das. Und in den neuen Entwürfen steht überhaupt nicht mehr wir Grüne, sondern noch wir, die Gesellschaft, wir müssen als. Also es ist ein inklusives Angebot damit formuliert, weil natürlich für die Grünen selbst es interessant ist, wenn man weiß, wofür wir stehen. Aber alle anderen, die nicht sagen, ach wir Grüne, sagen, das ist ja schön für euch, aber wollt ihr mit mir reden oder was? Dann hört man auf, wir Grüne zu brüllen. Das ist ja überhaupt kein Angebot. Also das ist sozusagen in Nutze, im Kleinen, das, was eigentlich gerade die politische Operation ist. Aus der Mitte der Gesellschaft, aus einer Grundüberzeugung heraus, die aber breiter kommuniziert wird, Mehrheiten zu gewinnen.
Sie sind derzeit der beliebteste deutsche Politiker. Was macht das mit Ihnen? Wie soll ich das sagen? Das ist nichts in Wahrheit. Also es macht natürlich was mit einem, dass man sich dazu immer verhalten muss. Aber auf eine Art ist schon die Fragestellung analog, wenn ich so sagen darf. Also unangemessen, weil wir ja, jetzt haben Sie den ganzen Tag über künstliche Intelligenz geredet. Sie überlegen im Kern damit, wie Machtstrukturen sich neu organisieren. Und zwar nicht zentral von oben herab, quasi triple down sozusagen, sondern dezentral. Und so, das glaube ich, kann man übertragen. So funktioniert im Moment Gesellschaft und so funktioniert auch Macht. Und das heißt, die Zuspitzung auf eine Person ist einfach unzeitgemäß. Und so finde ich das auch. Es ist eher belastend und irgendwas, wozu man sich eigentlich gar nicht verhalten kann. Wir haben hier auch viel darüber gesprochen, wie Technologie eigentlich dazu führt, dass die Gesellschaft immer stärker polarisiert. Sehen Sie sich dadurch, dass Sie derzeit auch in der Gunst der Wähler so weit oben sind und der Wählerinnen, sehen Sie sich als die Partei, die die Deutschen auch wirklich wieder zusammenführen kann? Das ist natürlich ein großes Wort, aber sagen wir mal so, ich glaube, dass auch wir unseren Beitrag dazu leisten müssen. Und das ist gerade mit Blick auf die nächsten drei Wahlen, die sind ja in Ostdeutschland, also für alle, die es nicht wissen, die nächste Wahl ist nicht die Bundestagswahl, wie man manchmal denken könnte, wenn man die Zeitung liest, sondern in Sachsen und in Brandenburg und danach in Thüringen wird gewählt. Und das werden für alle Parteien, für alle demokratischen Parteien, echt anstrengende Wahlen, also riesige Herausforderungen bis zur Koalitionsbildung hinein. Das ist ja bekannt, dass hier in Sachsen wahrscheinlich dann möglicherweise Bündnisse zwischen, also die CDU wird sich vielleicht entscheiden müssen, ob sie mit der AfD oder mit der Linkspartei koaliert. Also das wird echt ein Höllenritt, ja, so sind die Umfragen im Moment. Das wird ein Höllenritt, das sage ich völlig ohne Häme, das mutet beiden Parteien unfassbar viel zu. Und deswegen sind diese Auseinandersetzungen nicht so, ach, wieder mal eine Landtagswahl, sondern da wird die Ente fett. Also das wird so eine Art Wasserscheide der demokratischen Diskussion im September und danach im Oktober werden. Und da glaube ich tatsächlich, dass meine Partei, die ja nun eher in Ostdeutschland immer einen schweren Stand hatte, die so eine Art negativen Ruf mitgebracht hat, gerade, sagen wir so, wenn es der gelingt, da einen Beitrag für eine gesellschaftliche Mobilisierung zu leisten, für eine progressive, liberale, Veränderung nicht als Bedrohung empfindende Politik und die anderen Parteien dadurch ermutigt werden, auch in diese Richtung zu gehen, dann ist es am Ende vielleicht gar nicht so entscheidend, wie viele Prozente wir dann kriegen. Na klar, ich nehme auch einen mehr, aber im Zweifelsfall ist es wurscht, ob wir 10 oder 11 oder 13 oder 14 haben oder was immer dann dabei rauskommen mag, sondern entscheidend wird sein, dass andere Parteien mitziehen daran und daran gemeinsam wirken, dass der Laden zusammenbleibt. Und darum geht es. Und es ist schon für einen Laden wie meiner, der dafür nicht gebaut wurde, verfassungsgemäße Grundsätze, liberale Demokratie, soziale Marktwirtschaft zu erklären und zu verteidigen, ein enormer Anspruch. Aber ja, dem wollen wir uns stellen. Wird denn dann ein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin, die von den Grünen gestellt wird, werden die dann wieder eine Facebook-Homepage haben? Ich habe doch gerade gesagt, dass die nächsten Wahlen die drei ostdeutschen Wahlen sind und die sind anstrengend genug und da ist die volle Konzentration darauf. Und ich plane nicht, bei Facebook oder Twitter wieder einzusteigen, wenn Sie das hören wollen. Das ist ein schönes Schlusswort. Danke Ihnen, Herr Habeck. Danke.